Übst du Wheelies? Gib mir mal ein Assi-Wheelie, Tee. Ein Assi-Wheelie? Assi-Wheelie. Na dann. Jetzt berg runter, alles klar. Ist an. So Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist ein doofes Arschloch. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute wieder auf der Simme unterwegs, nicht auf der Honda. Ja, liebe Simson Boys, wir haben heute was Verrücktes vor. Wir wollen uns einfach mal ein bisschen unterhalten. Ich weiß, es ist für viele von euch schwierig oder nicht gut anzusehen, wenn Motorradvideos kommen. Es kam in letzter Zeit aber auch wenig Simson-Videos. Ich hatte ja die Werkstattvideos angekündigt. Allerdings, ich hatte ja das Problem mit dem Mikro und die Qualität war vom Sound her so schwierig, dass ich mich jetzt entschieden habe. Deswegen ist auch unser lieber Data mit unterwegs. Ja. Wir fahren jetzt quasi gleich im Anschluss zu diesem Video, zu Data. Und dann nehmen wir das Verkabelungsvideo neu auf. Und zwar, ich habe ja verbaut die Elva, den EWR. Und wie man das verkabelt, das nehmen wir euch dann nochmal auf. Ich hatte es zwar, wie gesagt, schon einmal aufgenommen, allerdings war die Qualität total scheiße. Man muss ja auch dazu sagen, streng genommen, richtig, was von der Elva und EWR findet man im Netz nicht so. Nein, findet man leider nicht. Und es hat auch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, das alles zu verkabeln. Weil man findet halt wirklich ganz wenig oder gar nichts. Weil ich sag mal so, die meisten, die bauen halt eine Warpe ein und dann bist du fertig. Ja, oder halt normale Elektronik. Oder normale Elektronik. Aber diese Variante mit Elba, EWR, findest du dann doch recht selten. Ist wahrscheinlich auch nicht die einfachste Methode, das zu klemmen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, aber es funktioniert. Also ich glaube, das liegt auch mit daran, dass diese Verkabelung halt das letzte Modell in Anführungsstrichen beinhaltet hat. Und das lief ja nicht so oft von Wand, also ich schätze mal, vielleicht liegt es daran. Das könnte durchaus daran liegen. Es ist aber auch ganz schön frisch heute. Ja, es ist frisch. Ja, und dann, wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn in letzter Zeit Motorradvideos kamen, aber ihr seht ja auch eigentlich immer im Intro, der Kanal steht für Motorrad, MZ und Simson. MZ ist leider in letzter Zeit auch ein bisschen kurz gekommen, aber das Wetter war auch halt leider nicht so, dass man sagen kann, man kann ja stundenlang in der Gegend rumfahren. Nee, es sieht zwar aus, als wäre es cool, aber sind wir mal ehrlich, es ist arschkalt. Es ist arschkalt. Wo fahren wir denn jetzt lang? Wir fahren Tankstellenrunde. Tankstellenrunde? Guck mal da, das ist uns. Hey! Guck mal da, eine Schweine. Guck mal da, das ist uns. Was ist denn jetzt los? Alter! Oh, das sieht aber geil aus. Das sind zwei Spechte an der Seite bei der Schweine. Also könnte ich mir auch noch mal eine Schweine vorstellen. Ja, das ist ganz schön geil, so eine Schweine zu haben, ne? Oh ja. Vor allem, die Farbe ist ja fast identisch. Das wurde ja wunderbar in Fuhrpark gewesen. Gehen, wollen wir mal gucken, wie schnell die Schwalbe fährt. So. Wir haben jetzt mal verliebt. Ja. Der Strich 1 gehört sich richtig geil. Boah, sieht gut aus, das Ding. Oh ja. Naja, das wäre halt nochmal so geil. Dann nochmal so dick. Aber das ist so ohne Scheiß. Vor allem wäre es, sage ich mal, auch für meine Frau richtig geil. Stimmt. Weil ich sag mal so, klar, Simme fahren ist geil, aber bei der Schwalbe, du sitzt hinter den Schutzflächen, na, ist schon ein bisschen was anderes, gerade jetzt bei den Temperaturen. Ja, vor allen Dingen Schwalbe finde ich noch mal mehr, einfach mal mehr Nostalgie so. Finde ich, also nochmal mehr Charme, damit, ja.
Naja, guck mal, weiter zu verkaufen. Also ich habe eigentlich gar keine Lust, bei dem Gehörsetter zu verkaufen, aber... Naja... Alter Schwede, dein Kummer, Junge, das ist ja der Hammer, Junge. Bist du neidisch? Ja. Der hat ja auch schöne Worte gegeben. Warte, wir halten da gleich mal in der Buswendeschleife an, das zeigen wir mal den Jungs. Und du hast jetzt wie viel Kilometer runter? Ungefähr? 110. Boah, Alter, wenn du da die Sport runter hast, weißt du, wie geil der dann aussieht? Ich glaube, das ist zu schnell, das geht ja nicht mehr. Hui! Ah, übrigens, sie hält jetzt das Standgas. Nachdem ich jetzt nochmal die ganzen Düsen neu gemacht habe. So Leute, ich hoffe, man sieht's. Guck mal auf der anderen Seite. Also er hat schon ordentlich Farbe an ihn. Also wie gesagt, 100 Kilometer, etwas über 100 Kilometer. Ja. Dann sehen wir mal hier Dattas Kummer im Vergleich. Ja, der hat auch eine richtig geile Anlauffarbe. Wie heißt die Farbe? Die Farbe heißt... Rostorientalisch. Genau, da kriegt man jetzt mit viel Unwetter und viel Regen, viel Schnee. Man nennt es quasi Sahara-Braun. Genau, Sahara-Braun. Ja, ich bin da braun, besser. Was? Den braunen Trümmer? Ja. Na gut, dann brauchst du nicht so viel putzen, ne? Ja, klar. Also wie gesagt, mit der Verkabelung, das war halt alles doof und ich will es jetzt einfach nochmal vernünftig aufnehmen, weil so zurechtgestückelt ist dann auch Mist. Also könnt ihr euch auf jeden Fall drüber freuen, dass da noch ein Video kommt. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, weil wie gesagt, der Kanal soll weiterhin beinhalten Motorrad, MZ und Simson. Und ich versuche irgendwie noch so einen Upload-Rhythmus reinzukriegen, ja, dass ich halt für jeden was bringe. Genau. Und das ist jetzt halt aktuell noch das Schwierige. Ihr könnt mir ja auch mal ehrlich in die Kommentare schreiben, was ihr euch vorstellen könntet für einen Upload-Rhythmus. Und schreibt bitte jetzt nicht Simson, Simson, Simson. Weil, wie gesagt, vielleicht auch, dass man sagt, okay, man bringt halt freitags ein Simson-Video und sonntags ein Motorrad-Video und irgendwann in der Woche MZ oder Freitag Simson, Samstag MZ und Sonntag Motorrad. Ihr müsst es einfach mal von der Perspektive sehen. Umso mehr Content ich heute machen kann, umso mehr Videos kommen auch. Ja. Das ist der Punkt an der ganzen Geschichte. Weil wenn er nur noch Simson macht, dann jedes Motorrad fahren, jedes MZ fahren, wird dann halt nicht gefilmt. Und ja. Schläft dann, habt ihr dann am Ende nur noch Simson. Ja, und das ist ein Video die Woche und so kann es dann passieren, dass zwei oder drei Videos die Woche kommen. Oder vielleicht ein paar mehr, je nachdem. Ja, wenn das so hochkommen ist, dann möchte ich schon daily abholen. Komm jetzt ohne Scheiß. Ich finde ja so ein kleines Wetter abgeschrieben. So wenn richtig Sommer ist. Nehmen wir mal in Juli oder in Juni. Ja, eins von beiden, das können wir uns ja dann mal abmachen. Ach, da bist du. Das können wir uns ja dann aussuchen. Dann machen wir mal wirklich einen Monat daily ab. Oh, Alter, das wird schwierig. Das wird geil, was das? Aber auch anstrengend. Also, ich hab's ja einmal fast hinter mir. Ich habe ja diese Weihnachtsgeschichte gemacht. Genau. 24. Ey, und ich, Leute, ich sage, ich war ja auch mit dabei. Ich habe beim Cutten geholfen und alles. Ja. Ey. Das ist schon heavy, also mal schnell jeden Tag ein Video, da hängt schon richtig Arbeit dran, also ohne Witz jetzt. Da muss man auch so Frauen aussprechen, weil die dulden so das ein oder andere. Ja, auf jeden Fall. Also ohne die wäre das gar nicht möglich. Und außer sie würde es nicht geben, dann würde es sowieso möglich sein, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, aber wir lieben sie ja. Genau, und, dann wir auch und weil sie uns lieben, deswegen dürfen wir wahrscheinlich auch unserem Hobby ja komplett nachgehen. Ja. So ist der Plan. Und gehen wir vor. Und zwei.
Ja, also Leute, wie gesagt, jetzt auch nachdem wir den Vergaser nochmal komplett neu mit Düsen bestückt haben, läuft sie auch in meinen Augen besser. Na gut, ich bin jetzt natürlich nicht dran, aber... Tja, du musst ja nur mal lieb fragen. Nee, ich bin mal glücklich, ich mach alles zurück. Auf Rosti. Auf Rosti. Ja, wie gesagt, wir nehmen nachher noch schön das Verkabelungsvideo auf. Ich denke mal, das wird dann auch in den nächsten 1 bis 2 Wochen kommen, weil das ist ja dann doch schon ein bisschen mehr Schnittaufwand, das vernünftig zu machen. Gerade, dass man es auch als in Anführungsstrichen Lehrvideo nutzen kann. Ja, das wird echt tricky. Dann auf der Ecke ordentlich Katzen und machen was zu tun. Dann werde ich mal DaVinci die letzten Ressourcen entlocken müssen. Weil ich weiß ja nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ich habe mein Schnittprogramm auch geändert. Also ich schneide nicht mehr mit Shortcut, ich schneide mittlerweile mit DaVinci. Aber es hat halt seine Vorzüge. Ja, was will man jetzt so ohne Sport? Wenn, also jetzt hast du dich ja eingearbeitet. Also ich bin immer noch der Meinung, wenn es um ein kostenloses Schnittprogramm geht, was alles kann, was man so braucht. Ja, dann ist... Dann hat DaVinci eine übelste Bandbreite. Also das darf man auch wirklich nicht vergessen. Ja. Und der Vorteil ist, dass DaVinci relativ nah an den guten Schnittprogrammen dran ist. Das heißt, wenn man jetzt so wechselt, ist es nicht so ein harter Sprung. Genau. Und man darf halt auch nicht vergessen, die Sache ist bei DaVinci, also wenn man dieses kostenlose DaVinci hat, wie wir es ja nutzen, dann sind ja einige Übergänge und ein paar Filter und sowas, wie Lenskorrektur und so ein Kram, das ist halt nicht dabei. Oder einige halt wirklich so verschiedene Übergänge kannst du halt nicht. Aber du kannst dir in DaVinci, was ich ja übelst feiere, über Fusion diese Übergänge selber bauen. Es hat zwar natürlich, das ist dann schon etwas die höhere Kunst und man muss sich damit auch ernsthaft beschäftigen, damit es funktioniert. Aber du kannst halt auch übelst geil damit diese Übergänge, die nicht frei sind, nachbauen. Ja. Wobei ich dachte, auch schon mal ein neues Update habe. Lass mal links fahren. Also ja, da waren wir nämlich. Und zwar dieses eine berühmte Schnittprogramm, ich glaube Final Cut ist das. Die wollen jetzt, normalerweise bei Final Cut bezahlt, das Programm kostet auch die Kohle, einmalig. Die wollen jetzt auf Monatsabo schwenken. Was ich persönlich recht cool finde, weil im Monat 10 bis 12 Euro finde ich ja chilliger, als mir einmal 3 oder 5 oder so auszugeben. Ja. Da kann man auch zumindest mal reinschnuppern, kann gucken, funktioniert das so, wie ich mir vorstelle. Finde ich nicht schlecht. Obwohl da aber halt dann auch wieder alles das nächste Abo, weißt du? Ja. Sag mal, solange mit DaVinci alles so funktioniert und DaVinci so bleibt, wie es ist, würde ich vielleicht auch einfach bei DaVinci bleiben. Ja, bin ich voll dabei. Plus, was bezahlt, wenn die mal Geld einführen? So, mal das auch mal von vorne. Oh. Habe ich dich verwirrt? Nee. Ah. Ja, ich weiß nicht wie du, also ich sag mal, sollten dann loslegen mit dem Kabelvideo. Ja. Wir sollten damit auf jeden Fall anfangen. Übst du Wheelies? Ich bin hier mal ein Assi-Wheelie ziehen. Ein Assi-Wheelie? Assi-Wheelie. Na dann. Jetzt berg runter, klar. Machen wir den Roller-Wheelie. Den Roller-Wheelie. Das ist übrigens die Art, wie Dotter immer Wheelies macht. Weißt, eigentlich kann er gar keinen richtigen. Das ist nicht leider. Ja, und das kann ich halt nur. Ah, herrlich. Ja, wie gesagt, Leute, wir fahren jetzt zu Data, wir verkabeln jetzt. Dann sage ich einfach mal, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Lasst ein Abo da, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und vorhin lasst mal einfach einen Kommentar da,
wie ihr euch das vielleicht mit den Uploads demnächst vorstellen könnt. Und vor allem, ob wir vielleicht die Challenge mit dem Daily Upload irgendwann im Sommer mal durchziehen sollen oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Ob ihr da Bock drauf habt vor allem. Natürlich muss ich euch gleich sagen, dann wird es natürlich nicht Daily Upload Simson oder irgendwas geben, dann wird es Daily Upload von irgendwas sein. Also Simson MZ Motorrad. Na, das müsst ihr euch schon mal dann so ein bisschen im Klaren sein. Ich habe die Scheißstrecke erwischt. Ja, du musst schon Bitpolarkas geben. Ja, ich merke es gerade. Aber das Fahrwerk funktioniert, ich bin begeistert. Ja, dann sage ich, hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Haut rein, viel Spaß, macht's gut, ciao.